Der erste Teil des Vortrags wird sich wahrscheinlich ein bisschen auch darauf beziehen, dass wir sagen, was wir alles nicht sagen können. Das ist nämlich im aktuellen Zustand des EU-AI-Acts auch nicht ganz irrelevant. Und weil ich kein Jurist bin, auch wenn ich manchmal so tue, als wäre ich einer, habe ich mir Unterstützung dazu geholt und zwar von Jannik Henschel. Ich glaube, Jannik, du kannst am besten selber kurz Ja, vorstellen. hallo erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Yannick. Ich studiere aktuell an der Universität Hamburg Jura und arbeite jetzt auch seit mehreren Jahren nebenbei als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kanzlei Fried Fischer, da im Bereich Technologie und Daten. Genau, deswegen habe ich mit dem EU-AI-Act eigentlich seit der ersten Entwurfsfassung immer mal wieder Berührungspunkte gehabt. Deswegen freue ich mich auch ein bisschen darüber erzählen zu können. Direkt auch ein Disclaimer an der Stelle. Was hier passiert, ist natürlich keine Rechtsberatung. Das kann es auch gar nicht sein, weil Tim hat ja schon angedeutet, aktuell ist es auch noch ein bisschen Glaskugel schauen. Aber wir werden das, was man schon sagen kann, glaube ich, einfach mal so darstellen. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, ist Eva online dabei. Also Eva, bitte nimm nicht zu ernst, was wir sagen. Wenn das im Zweifel deiner Rechtsauffassung widerspricht, können Janik und ihr das danach vor der Tür klären. Mach mir da gar keine Sorgen. Jetzt wissen wir, warum Janik hier ist. Jetzt möchte ich kurz noch sagen, warum ihr hier seid. Also warum es sozusagen passt, dass alle zusammenkommen. Worum es in dem UAI-Act grob geht. Spezifisch werden wir es dann versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Das Spannende am EU-AI-Act ist, dass das weltweit die erste Verordnung ist, die überhaupt KI regulieren soll und KI regulieren wird. Wir versuchen heute die Diskussion darüber, was ist eigentlich KI zu umschiffen, beziehungsweise wir überlassen das der OECD, das zu sagen, die relativ viel Einfluss darauf haben wird, wie sich KI-Systeme in der Praxis auswirken dürfen, was sie machen können, wie die zugelassen werden, welche vielleicht überhaupt gar nicht erlaubt sein werden. Und die als Verordnung, Janik kann mich da gleich nochmal korrigieren, zwei besondere Eigenschaften hat, nämlich, dass sie für alle möglichen Sektoren gelten wird. Also ob wir jetzt über Gesundheit sprechen, die öffentliche Verwaltung, über Verkehrsmittel, oder was auch immer noch ihr vielleicht machen möchtet, über Bildung, überall wird das eine Rolle spielen. Und der zweite Punkt ist, wir haben da als Deutschland dann keinen Spielraum. Also es ist nicht so, dass Deutschland sagt so, ja, die EU hat das jetzt mal gemacht, bei uns dürft ihr aber ganz viel machen, sondern das wird für uns genauso gelten wie für alle anderen EU-Staaten. Noch ist sie nicht da, das heißt, wir befinden uns noch in einer Draft-Phase, aber zu dem Thema, wie weit das jetzt eigentlich schon ist, kann Janik ein bisschen mehr sagen. Genau, also ich hatte es ja gerade schon mal angedeutet, der Entwurf, den gibt es schon seit ein paar Jahren, also April 2021 hat die Kommission das erste Mal dann einen Vorschlag eingebracht. Seitdem sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Es gab immer mal wieder Änderungen. Und was jetzt Ende letzten Jahres passiert ist, im Dezember, Anfang Dezember, ist, dass wir endlich eine politische Einigung haben zwischen den zwei großen Legislativorganen der EU, also dem Rat der Europäischen Union und dem Parlament. Der Rat in seiner Funktion vertritt letztlich die Interessen der Mitgliedstaaten. Und die ja, hatten einige Unstimmigkeiten auch letztes Jahr noch. Deswegen war das auch ein bisschen überraschend, dass dann doch im Dezember noch eine Einigung da gekommen ist. Aber das ist halt der Punkt, an dem wir jetzt stehen. Also jetzt ist im Kern da, was halt kommen soll. Aber an Text haben wir eigentlich noch nichts. Also das ist das, was gerade passiert. Es wird der finale Text geschrieben. Was bei uns jetzt aktuell noch vorliegt, sind halt die verschiedenen Positionen von Parlament und Rat, die sich da über die Jahre entwickelt haben. Also wenn wir hier auch irgendwie ein Wortlaut mal zitieren oder so, das sind alles Entwurfsfassungen, das sind auch klar Entwurfsfassungen. Also da wird redaktionell noch ein bisschen was passieren. Wird erwartet, dass die finale Textfassung jetzt Anfang dieses Jahres kommt. Also es wird auch, oder es ist absehbar, dass das vermutlich noch vor den Parlamentswahlen passieren soll, die diesen Sommer stattfinden. Und sobald der Text da ist, wird er dann verabschiedet. Das dauert dann nochmal 2 Wochen, dann tritt er in Kraft. Und komplette Geltung haben die Vorschriften dann 2 Jahre danach. Komplette Geltung, also alle Vorschriften gelten, weil teilweise Vorschriften auch vorher gelten werden. Das sind aber vor allen Dingen Vorschriften, so dass ja, die regulatorische Infrastruktur bedingen. Also die Einrichtung des Amts für KI, was bei der Kommission kommen wird, aber auch die Ermächtigung der Nationalstaaten, die zuständigen Behörden zu nennen. Also erstmal die ganzen Voraussetzungen zu schaffen, dass überhaupt die Verpflichteten dann am Ende auch compliant sein können. Das wird nach und nach schon wenige Monate nach Inkrafttreten passieren, aber tatsächlich Geltung
wird dann erwartet 2 Jahre nach Inkrafttreten, also dann 2026. Genau. Was soll jetzt überhaupt passieren? Also der EU AI Act, der verfolgt einen risikobasierten Ansatz, also so ein Je-desto-Konzept. Je mehr Risiko, desto mehr Regulatorik. Und deswegen werden auch KI-Systeme in verschiedene Risikolevel unterteilt. Da sagen wir gleich mal ein bisschen was zu. Und je nachdem, in welchem Risikolevel man am Ende landet, muss man unterschiedliche Pflichten erfüllen. Und ganz entscheidend ist auch, dass vor in Verkehr bringen eines KI-Systems diese Pflichten auch erfüllt sein müssen. Also da gibt es auch Konformitätsbewertungsverfahren. Da sagen wir auch noch ein bisschen was dazu. Das ist, glaube ich, auch relativ wichtig zu sagen. Generell, das Ziel der Verordnung ist es letztlich, die Rechte von natürlichen Personen, also Menschen, zu schützen. Also das ist, wenn man das so als Grundgedanken immer ein bisschen mitnimmt und immer überlegt, okay, könnte dieses KI-System in irgendeiner Weise Menschen negativ beeinträchtigen, dann kommt man da eigentlich, glaube ich, auch ganz gut durch und dann versteht man die Regeln auch. Genau, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was heißt das eigentlich konkret? Was heißt das auch für uns? Einige haben sich ja schon auch mit KI-Systemen beschäftigt, manche mehr, manche weniger. Ich versuche jetzt noch mal kurz darauf einzugehen, worum es in dieser Verordnung geht, beziehungsweise ein paar Punkte rauszupicken, die aus meiner Sicht auch für uns im Bereich Mensch-Computer-Interaktion, für das IMIS, eventuell besonders eine große Rolle spielen werden in der kommenden Zeit. Und das heißt auf der einen Seite, in welche Richtung kann und wird sich vielleicht Forschung, auch unsere Forschung, bewegen können, und auf der anderen Seite auch, welche Anforderungen werden dann vielleicht auch in bestimmte angewandte Forschung gestellt werden. Also was sind eigentlich die aktuellen Herausforderungen in der Forschung und in der Entwicklung dann von KI-Systemen? Der erste Punkt ist, die Kriterien, die ich gleich aufzeige, die sind nicht sehr gut operationalisiert, aus meiner Sicht. Also wir haben da so Punkte wie zum Beispiel das Thema Transparenz, das relativ viel in dem EU-AI-Act vorkommt. Es gibt dann auch eine KI-Transparenz-Definition, die lese ich euch gleich auch einmal vor, aber dann werdet ihr erkennen, dass überall wird sofort im Kopf gehen, ja, was heißt das denn jetzt genau? Und das Problem, das haben wir mannigfaltig in diesem Dokument, wie es jetzt gerade vorliegt, aber wahrscheinlich auch in der finalen Version. Das andere ist, dass auch Methoden fehlen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sagen, ein System soll transparent sein oder ein System soll robust sein, dann müssen wir, wenn wir sagen, dass kann nur bei einer bestimmten Robustheit auch wirklich in den Verkehr gebracht werden, auch sagen, ab wann ist sie denn erreicht? Also uns fehlt eine Operationalisierung, uns fehlt eine Messung dafür. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, wie diese Kriterien erfüllt werden können dann und wie wir die auch untersuchen und bewerten können. Es gibt auch ein paar Punkte, wo ich sagen würde, da sind wir sogar noch vor Messung. Da wissen wir überhaupt nicht genau, wie wir das wissenschaftlich richtig konzeptionalisieren sollen. Das werde ich auch später nochmal kurz zeigen. Zum Beispiel, dass Menschen die Systeme überwachen können müssen. Was heißt denn jetzt überwachen? Wie viel Forschung haben wir eigentlich schon dazu, ab wann eine Person in der Lage ist, ein KI-System zu überwachen? Und wer muss das überwachen können? Wie muss die Person ausgebildet sein? Auch da gibt es Forschung zu, gibt es Ansätze zu. Die sind aber aus meinem Dafürhalten noch zu, auch teilweise unterschiedlich in ihren Ergebnissen, dass es schwierig ist, da klar zu sagen, was jetzt wirklich die Zielvorstellung ist und ob wir überhaupt wissenschaftlich schon sagen können, dass das, was die Juristen hier verfolgen, oder ich sag mal eher die ParlamentarierInnen, sich wirklich umsetzen lässt. Und der dritte Punkt, der vierte Punkt, zu dem Yannick später auch nochmal was sagt, ist, wer ist denn eigentlich verantwortlich? Es gibt so schönes Detail, wie das in der deutschen Fassung der Begriff Benutzer durch den Begriff Betreiber ersetzt worden ist. Ist jetzt aber der Betreiber, ist das irgendwie Mudget, wenn der ChatGPT fragt und der Anbieter ist OpenAI, oder ist OpenAI der Betreiber? Fragen, die für uns, glaube ich, schon sehr relevant sind. Wann wird man vom Nutzer zum Betreiber oder ist man das gleichzeitig? Und wer ist dafür verantwortlich, das System zu überwachen? Wer bringt es in den Verkehr etc.? Das heißt, auch da gibt es viele offene Fragestellungen. Ein paar Beispiele aus den Anforderungen, die ich euch mitgebracht habe, die, glaube ich, für uns alle relativ relevant sind, ist zum Beispiel der erste Punkt. Der sagt, dass menschliches Handeln und menschliche Aufsicht gewährleistet werden müssen in diesen KI-Systemen. Und das bedeutet laut Definition aus der Position des Parlaments, dass KI-Systeme als Werkzeuge entwickelt und verwendet werden, die den Menschen dienen, die Menschenwürde und die persönliche Autonomie achten und so funktionieren, dass es von Menschen angemessen kontrolliert und überwacht werden kann. So. Jetzt nehmt euch mal im Kopf irgendein KI-System, in dem ihr in letzter Zeit gearbeitet habt und überlegt euch, wie ihr diese ganzen Aspekte jetzt bewerten würdet, um zu schauen, kann ich das System zum Beispiel
angemessen kontrollieren und überwachen? Also eine große Fragestellung, die, glaube ich, für uns im Mensch-Maschine-Kontext eine Rolle spielt, weil dieser EU-AI-Act verpflichtet sozusagen dazu, dass es eine Mensch-Maschine-Schnittstelle geben muss, die bestimmte Bedingungen erfüllt, was eben die Überwachbarkeit angeht. Der zweite Punkt, hier als Sicherheit beschrieben, bezeichnet die Robustheit der Systeme. Und auch die ist nicht ganz ohne. Technische Robustheit und Sicherheit bedeuten, dass halt KI-Systeme, wenn es unbeabsichtigte Fehler oder Schäden gibt, dass sie so entwickelt sein müssen, dass dann die Konsequenzen daraus minimiert werden. Das ist ein ganz schön großes Problem teilweise, weil das in einem Missverhältnis dazu steht, wie genau die Systeme oder wie leistungsfähig die Systeme sind. Das werde ich auch später noch mal ein bisschen illustrieren. Doch das kann für uns wiederum eine Rolle spielen, denn bei der Robustheit geht es auch explizit um menschliche Fehler. Das heißt, auch gegen menschliche Fehler müssen diese Systeme sich sozusagen wappnen oder müssen darauf vorbereitet sein, dass menschliche Fehler passieren können. Und es werden menschliche Fehler passieren. Die Frage ist also, wie kann man sie davor schützen? Und nicht nur das, sondern auch der unrechtgemäße Gebrauch durch böswillige Dritte muss verhindert werden. Und auch das ist die Frage, wenn wir uns mal auf so, ich sag mal, die dunklen Seiten der Mensch-Maschine-Interaktion anschauen, was muss man eventuell auch verhindern? Ne? Da gibt es dann zum Beispiel so Punkte, wie das KI-System immer transparent erklären muss, dass es ein KI-System ist. Wie kann man das denn jetzt auch sicherstellen, verhindern? Vielleicht kennt ihr die Watermark-Diskussion bei den Sprachmodellen, die ja schon wieder passé ist. Aber da gibt es viele Punkte, die auch in Sicherheit reinspielen, die auch uns betreffen können und werden, meiner Ansicht nach. Der letzte Punkt ist natürlich mein Lieblingspunkt. Und gleichzeitig finde ich auch ein absolutes Pulverfass, weil meines Erachtens nach ist der EU-AI-Act sehr transparent darin, dass er überhaupt nicht klar sagen kann, was das hier bedeutet. Also wenn man sich das durchliest, ist die Definition, dass sie so entwickelt und verwendet werden müssen, dass sie angemessen nachvollziehbar und erklärbar sind, dass den Menschen bewusst gemacht werden muss, dass sie mit einem System interagieren, dass sie ordnungsgemäß, was auch immer ordnungsgemäß bedeutet, über die Fähigkeiten und Grenzen des Systems informiert werden müssen und über ihre Rechte. Ich habe 2019 angefangen, mich mit erklärbarer KI zu beschäftigen. Ich könnte euch heute immer noch nicht sagen, was eine gute Definition für erklärbare KI ist. Wenn also jetzt die EU vorschlägt oder sagt, dass Systeme so entwickelt müssen, dass sie angemessen nachvollziehbar und erklärbar sind, habe ich ein lachendes und ein weinendes Auge, was das Ganze angeht. Weil ich sehe das noch nicht, wie man das richtig messen und beobachten möchte, wie man das richtig bewerten will. Außerdem ist besser transparent aus meiner Sicht nicht immer auch besser für das Ziel, was man vielleicht mit dem System verfolgt. Dazu später auch mehr. Und gleichzeitig heißt das aber auch für uns hier, denke ich, dass sich eine ganze Reihe an Möglichkeiten eröffnet, unsere Expertise in KI-Projekten noch stärker einzubringen und zu betonen, weil genau diese Forderung müssen halt aus unserer Sicht eine große Menge an Systemen auch erfüllen. Ja, was heißt jetzt eine große Menge an Systemen? Wahrscheinlich denken sich jetzt manche, okay, vielleicht ich gehöre hier gar nicht unbedingt in den Vortrag rein. Ich bin schon der Meinung, dass wir uns als E-Mails gut darauf vorbereiten müssen. Deswegen hatte ich auch vorgeschlagen, dass wir einmal einen Vortrag so in diese Richtung hören. Und deswegen ist auch der erste Schritt, den wir jetzt quasi noch in unserer Agenda machen, einmal festzustellen, wen betrifft das denn überhaupt? Wir sind da den etwas gemeinen Weg gegangen. Ich glaube, dass ich vorher alle informiert habe, dass wir uns ein paar Projekte rausgegriffen haben, die hier laufen und einmal gesagt haben, unter welchen Bedingungen, unter welcher Abwägung würden die vielleicht verboten werden? Unter welcher Abwägung wären die vielleicht ein Hochrisikosystem? Gucken uns das einmal an. Und ich befürchte, werden feststellen, dass niemand den Raum verlassen darf. Dann würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr auf das Forschungsthema eingehen, vielleicht auch mal ein, zwei Ergebnisse, die es in der Vergangenheit so gab, hervorheben. Danach können immer noch Leute sagen, ja, ist ja schön, dass die EU sowas macht, 2026 ist lange hin, ist mir egal, was dann passiert. Vielleicht nicht, gucken wir dann mal. Und danach würden wir gerne nochmal interaktiv werden und vielleicht auch in fachgruppenübergreifenden Teams nochmal schauen, was heißt das denn jetzt, damit wir vielleicht auch mit irgendwas in der Hand aus dem Termin rausgehen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, haben wir den ganzen OSE-Termin heute hierfür geblockt und haben dann auch entsprechend Zeit für Diskussion, sodass Janik noch da ist und ich dann nicht dann immer sagen muss, das muss später der Jurist beantworten. Also das haben wir dann heute eine ganz gute Gelegenheit. Ja, also. Ganz oft, wenn ich in den letzten Wochen darüber gesprochen habe, kam so die Antwort so, ja, ja, was ich mache, ist ja überhaupt gar kein KI-System. Und da würde ich vorschlagen, den Zahn kann Janik euch einmal ziehen. Genau. Wir haben ja gerade schon mal angesprochen, dass der AI-Act sektorübergreifend ist. Also es ist jetzt nicht irgendwie auf den Medizinsektor oder auf den Verwaltungssektor beschränkt, sondern es soll eigentlich alle Sektoren erfassen. Die Frage ist natürlich, okay,
auf wen findet das dann jetzt Anwendung? Weil das muss ja irgendwie begrenzt sein. Die kurze Antwort ist auf Systeme der künstlichen Intelligenz. Das bringt natürlich die Frage, was ist denn das jetzt eigentlich? Und das ist ja eine der Kernfragen, die eigentlich, ja, die sich im gesamten Legislativprozess immer wieder gestellt hat. Also die Definition letztlich für KI, die genutzt wird, die wurde oft geändert, aus gutem Grund. Denn es ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Herausforderung, die hier der europäische Gesetzgeber meistern muss. Auf der einen Seite eine Definition zu finden, die alles, was regulierungsbedürftig ist, erfasst. Auf der anderen Seite aber auch nicht, ja, jede Software, die es überhaupt gibt, erfasst. Und was jetzt in der aktuellen Einigung beschlossen wurde, ist, dass man sich einfach an der Definition der OECD orientiert. Die habe ich einmal hier mitgebracht, nicht um da jetzt einmal komplett runter zu prüfen, was denn jetzt alles reinfällt, sondern einfach nur um zu zeigen, so richtig trennscharf ist das auch nicht. Also das kann auch jetzt ich als technischer Laie sagen, das kann wahrscheinlich wahnsinnig viel heißen, was da jetzt steht. Also da wird man sehen müssen, was es an weiteren Guidelines noch gibt. Aber aktuell ist es wohl so, dass auch Leute, die sich jetzt vielleicht nicht traditionell als KI-Forschende sehen oder als Hersteller von KI, da möglicherweise drunter fallen könnten und dann halt im regulierten Bereich sind. Forschung habe ich gerade schon mal kurz angesprochen. Das ist natürlich wahrscheinlich jetzt so die große Frage, die im Raum steht. Was heißt das für mich als forschende Person? Was schon klar ist, es wird Ausnahmen geben. Also das ist ganz klar, dass eigentlich ja, der Wille ist, auch innovationsfreundlich zu sein und zu sagen, okay, KI-Systeme, die ausschließlich Forschung und Innovation dienen, die sind eigentlich von dieser Verordnung ausgenommen. Das ist aber auch was, wo ich mich aktuell noch nicht so sehr darauf verlassen würde, weil das wird auch nochmal konkretisiert werden. Die Kommission wird da die Erlaubnis erhalten, das durch delegierte Rechtsakte nochmal zu konkretisieren. Was heißt das eigentlich Forschung? Was ist ein KI-System, was ausschließlich für Forschung bestimmt ist? Und es ist natürlich so, dass die meisten KI-Systeme dann doch auch irgendwann auf den Markt kommen sollen. Und bereits vor in Verkehr bringen, muss natürlich Compliance da sein. Das heißt, auch da muss man schon vorher natürlich im Design dann berücksichtigen, wie kann ich überhaupt diese ganzen Anforderungen erfüllen an Datenqualität, an Dokumentation, die da kommen werden. Ich hatte gerade schon mal angesprochen, risikobasiertes System. Was wir aktuell haben, sind drei verschiedene Risikostufen. Einmal geringes Risiko, das ist erstmal, sind davon alle KI-Systeme erfasst. Also das ist das, sobald man nach der Definition als KI-System gilt, muss man das auch erfüllen. Das ist aber verhältnismäßig wenig. Das sind vor allen Dingen Transparenzpflichten. Also dass beispielsweise bei einem Chatbot auch dem Nutzer klar sein soll, okay, ich kommuniziere hier gerade mit einer KI und nicht mit einem Menschen. Dann gibt es eigentlich das Herzstück der Verordnung. Das ist das hohe Risiko. Also die ganzen Hochrisikosysteme und auch, was wir gerade schon mal an Pflichtenkatalogen angesprochen haben, das findet sich eigentlich alles in diesem Hochrisikobereich. Und dann gibt es noch eine dritte Stufe, das ist das unannehmbare Risiko. Das sind einfach ja, Anwendungsfälle, wo man sagt, das ist in keinem Fall vertretbar. Das wird komplett verboten. Das ist beispielsweise Verhaltensmanipulation. So Geschichte, wo man auch sagen muss, das ist natürlich auch noch eine relativ schwammige Definition, da kommen wir auch später nochmal drauf zu sprechen. Aber das sind so die drei Stufen, die es gibt. Was jetzt letztes Jahr noch dazugekommen ist, sind spezielle Regelungen für Basismodelle. Was das genau ist, auch noch ein bisschen schwammig. Es geht letztlich um KI-Systeme, die halt mit einfach sehr, sehr vielen Daten trainiert wurden und deswegen auch letztlich für verschiedene Zwecke dann eingesetzt und umgebaut werden können. Also da aus meiner Laienperspektive. Und das war tatsächlich ein großer Streitpunkt. Das ist auch ein Punkt, an dem es fast komplett gescheitert wäre, weil einfach die Positionen von Parlament und Rat da sehr unterschiedlich waren. Gerade Deutschland und Frankreich wollten diese Pflichten eigentlich vermeiden, weil sie da ein Innovationshemmnis sehen und einen Wettbewerbsnachteil für Europa. Jetzt in der finalen politischen Einigung werden sie wohl doch aufgenommen. Was dann am Ende reinkommt, werden wir sehen. Das sind jetzt deswegen auch unter Vorbehalt beispielsweise Pflichten, die in dem Parlamentsentwurf noch drin standen. Und die sind auch nahezu wörtlich so übernommen. Also Leistung, Vorhersagbarkeit, Interpretierbarkeit, Korrigierbarkeit, Sicherheit. Da steht da dann so drin. Was man dann daraus macht, muss man schauen. Aber das wird auch kommen. Genau, jetzt
hatte ich gerade schon angesprochen, das Herzstück Hochrisikosysteme. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn hohes Risiko? Was heißt das eigentlich? Wie werde ich Hochrisikosystem? Und da gibt es eigentlich zwei Wege. Der erste ist, sobald man selber Produkt oder Bestandteil eines Produkts ist, was nach anderen EU-Rechtsakten eine Überprüfung durch Dritte benötigt. Das ist ein Katalog von Rechtsvorschriften der Union, die da aufgeführt werden. Das klingt erstmal ein bisschen abstrakt vielleicht. Deswegen so zwei, glaube ich, ganz greifbare Beispiele. Wenn man jetzt ein Medizinprodukt hat, dann fällt man unter die Medizinprodukteverordnung. Wenn man dabei beispielsweise Software einsetzt, dann fällt man relativ schnell auch in die Pflicht, dieses Produkt durch Dritte zertifizieren zu lassen. Und genau das begründet dann auch ein Hochrisikosystem. Also wenn man dann ein KI-Produkt hat, was diese Software ist, die nach der Medizinprodukteverordnung durch Dritte zertifiziert werden muss, ist man automatisch ein Hochrisikosystem. Das ist auf den ersten Blick unterschätzt man das vielleicht, wie schnell man dadurch Hochrisikosystem wird, aber das sind eine ganze Menge an EU-Vorschriften, unter anderem auch eine Kfz-Typgenehmigung. Also für alle Leute, die im Kfz-Bereich forschen, sobald man in den Bereich fällt, dass man eine Typgenehmigung braucht, ist man auch relativ schnell Hochrisikosystem. Das Zweite, und das ist das, was wahrscheinlich ein bisschen bekannter auch ist, ist halt der Katalog von kritischen Bereichen und Sektoren, das ist ein Anhang. Der kann verhältnismäßig schnell auch geändert werden. Also das ist auch geregelt, das ist auch sinnvoll so wahrscheinlich, dass man das je nach Bedarf auch anpassen kann. Das sind Sektoren wie Strafverfolgung, Verwaltung, kritische Infrastrukturen. Also das ist da auch explizit nochmal geregelt. Wie dieser Katalog dann am Ende Wort für Wort aussieht, das müssen wir dann sehen. Jetzt ist natürlich das, was sich wahrscheinlich alle fragen, naja gut, jetzt bin ich Hochrisikosystem. Jetzt muss ich mich irgendwie zertifizieren, wie mache ich das denn? Wir hatten gerade schon gesehen, also wirklich operationalisiert sind diese ganzen Anforderungen noch nicht. Und das weiß auch der europäische Gesetzgeber. Und deswegen relativ kurz nach Inkrafttreten, also 2 Monate, Normungsaufträge vergeben werden. Also da werden dann Aufträge vergeben, dass Normungsstellen letztlich sehr viel greifbarere Vorschriften entwickeln, um zu sagen, okay, was ist denn jetzt eine ausreichende Datenqualität? Wie kann ich das denn jetzt auch greifbar erfüllen? Und sobald die verfügbar sind, können Entwickler von KI die dann nutzen, sich daran orientieren. Und wenn diese Normen dann konkret erfüllt werden, dann wird es auch möglich sein, das komplett intern zu kontrollieren. Also da muss man nicht an eine dritte Stelle gehen, sondern kann das intern anhand dieser Normen als konform kennzeichnen. Wenn es diese Norm nicht gibt oder man sagt, das ist mir zu unsicher, dann wird es aber auch notifizierte Stellen geben. Das ist sowas wie der TÜV. Die werden dann von speziellen Behörden, die noch einzurichten sind, auch zertifiziert, dass sie die ausreichende Sachkunde haben. Und die können dann diese Konformitätsbewertung auch durchführen. Wer das wird, wird sich noch zeigen. Und interessant ist, dass wenn man ein Hochrisikosystem ist, weil man einem anderen EU-Rechtsakt unterliegt, dann gibt es da ja schon Zertifizierungsverfahren durch andere Dritte. Und dann wird man auch tatsächlich innerhalb dieses Zertifizierungsverfahrens zusätzlich bewertet. Also das soll dann nicht so laufen, dass es dann 2 gibt von unterschiedlichen Stellen, sondern das soll dann zentral passieren. Das wird aber auch noch interessant, weil diese Stellen dann natürlich auch Sachkunde im Bereich KI mitbringen müssen. Das war zum Beispiel bei der Medizinprodukteverordnung ein ganz großes Problem, dass es da auch einfach schon für die Medizinprodukte zu wenig Stellen gab, die das zertifizieren konnten, wodurch man einen wahnsinnigen Rückstau hatte. Also da ist, glaube ich, noch viel offen, was passieren wird, aber das ist das grundsätzliche Governance-System. Tim hatte das schon mal kurz angesprochen oder angedroht. Wir werden uns jetzt einige Projekte anschauen, die gelaufen sind oder noch laufen. Der Sinn dahinter ist überhaupt nicht zu sagen, das sind jetzt Projekte, die verboten sind. Oder das sind Projekte, wo jetzt wahnsinnig hoher Renewable-Aufwand kommt, sondern das könnten wir auch noch gar nicht sagen, weil das einfach noch nicht hinreichend klar ist, der Text, den wir haben. Und ich auch die Projekte nicht gut genug kenne. Aber das dient einfach dazu, um mal zu zeigen, was für Gedankengänge sind da eigentlich nötig? Was muss ich vielleicht berücksichtigen? Was muss ich im Hinterkopf haben, ob ich vielleicht durch ein gewisses Design meines Projektes in einen Bereich reingerate, wo ich schon in diesem unannehmbaren Risiko bin? Oder ich bin im Hochrisikobereich und muss dann auch ganz viele andere neue Sachen beachten, die mir vielleicht vorher nicht so klar waren. Genau, das erste ist Co-Charge. Also Mensch-Maschinen-Schnittstellen für Ressourcenregulation. Und das Erste, was man da vielleicht, oder die Idee, auf die man kommen könnte, ist kognitive Verhaltensmanipulation. Also immer, wenn ich das Verhalten von Menschen
in irgendeiner Weise beeinflusse, kann ich mich natürlich fragen, ist das jetzt kognitive Verhaltensmanipulation? Mein Eindruck ist erstmal noch nicht. Das ist die gute Nachricht. Denn in den aktuellen Textfassungen ist so, dass diese Verhaltensmanipulation immer noch einen gewissen, eine Schadensklausel hat. Also es muss entweder ein Schaden für natürliche Personen möglich sein oder eintreten. Es ist aber schon so, dass wenn man im Bereich Nudging ist, man da schon, glaube ich, drüber nachdenken sollte, ob man da nicht auch reinfallen könnte. Also das ist was, das muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, weil dieses unannehmbare Risiko natürlich bedeutet, das ist ein Projekt oder beziehungsweise sollte das auf den Markt gehen, das ist verboten. Da gibt es auch eigentlich keine Ausnahmen. Das Zweite ist natürlich, dass wenn wir jetzt auch an Ladesäulen gehen für Elektrofahrzeuge, dass das kritische Ladeinfrastruktur sein könnte. Also auch Stromversorgung zählt unter kritische Infrastruktur. Sobald man da Systeme einbaut, kann man auch da reinfallen. Und das hatte ich gerade schon angesprochen, alles, was im Kfz-Bereich stattfindet, braucht in der Regel auch eine Typengenehmigung in der EU. Und das ist auch so ein Rechtsakt, wo man dann schon relativ schnell auch in einem Hochrisikobereich ist. Also das zeigt vielleicht, wenn man denkt, okay, ich unterstütze jetzt hier Leute bei irgendwie entsprechendem Autofahren, wo soll da das Risiko sein? Aber über diese Umwege kommt man dann doch relativ schnell auch in einen Bereich, wo man sagt, okay, hier muss ich aber aufpassen bei meinem Projektdesign, dass ich das entweder vermeide oder dass ich aber von vornherein sage, okay, dann muss ich auch die Compliance mitdenken. Das nächste ist Lernassistenz. Es gibt tatsächlich einen Passus in dem unannehmbaren Risiko, was Funktionserkennung am Arbeitsplatz oder in Bildungseinrichtungen komplett verbietet. Also da kann man auch schon drüber nachdenken, falle ich hier rein, dann wäre es komplett verboten. Das zweite, der Hochrisikobereich ist hier allgemeine und berufliche Bildung. Das klingt jetzt immer sehr, sehr abstrakt. Da gehen auch tatsächlich die Positionen vom Parlament und Rat noch ein bisschen auseinander. Ich habe aber trotzdem mal einfach den Wortlaut von der Ratsposition für eine Hochrisiko- oder einen Hochrisikosektor im Bereich Bildung mitgebracht. Nämlich KI-Systeme, die bestimmungsgemäß für die Bewertung von Lernergebnissen verwendet werden sollen, auch wenn diese Ergebnisse dazu dienen, den Lernprozess natürlicher Personen in Einrichtungen und Programmen aller Ebenen der allgemeinen beruflichen Bildung zu steuern. Das kann sehr viel sein. Und alles, was quasi diese Definition erfüllt, ist auch ein Hochrisikosystem. Also da muss man auch ein bisschen Bewusstsein haben. Das ist jetzt die Ratsposition, ob das so wortwörtlich dann auch in die finale Fassung kommt, müssen wir sehen. Aber das ist natürlich, sobald man im Bereich Bildung ist oder auch Training, fällt man sehr, sehr schnell in diese Definition rein und muss dann natürlich auch die ganzen Compliance-Maßnahmen mitdenken. Genau. Ein weiterer Fall, wo man sehr schnell im Hochrisikobereich ist, ist einfach Verwaltung insgesamt. Das hängt einfach damit zusammen, dass natürlich beim Verwaltungshandeln des Staates ein gewisses Subordinationsverhältnis ist, was einfach die Verletzung von den Rechten von Menschen relativ wahrscheinlich macht. Also es geht relativ schnell, dass ein Mensch, der halt durch den Staat irgendwie in seiner Weise gesteuert wird, dass der verletzt wird. Und da ist genau einmal hier als verbotene Anwendung Sozialkreditsysteme, die gänzlich verboten sind. Das glaube ich ist bei jetzt hier der Prüfung als Anspruch auf Bürgergeld zum Beispiel noch nicht der Fall. Aber eben diese Anspruchsprüfung für insgesamt auch Sozialleistungen ist explizit Hochrisikobereich. Also das ist was muss man immer mitdenken. Also in der Verwaltung, auch wenn man denkt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so mega riskant, weil da denkt ja noch ein Mensch mit. Einsatz in der Verwaltung ist sehr schnell auch Hochrisiko. Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht definitiv. Das ist keine Rechtsberatung. Aber das sind einfach so Fälle, wo man, glaube ich, ein bisschen sensibilisiert sein sollte, dass wenn man in diesem Verwaltungsbereich ist, dass dann auch das gedacht wird. Das ist im gleichen Falle bei der Justiz zum Beispiel. Genau, und dann haben wir noch der Einsatz von KI zur Früherkennung von Straftaten. Und tatsächlich ist der Einsatz bei Strafverfolgung oder auch insgesamt bei der Justizarbeit ein großer Streitpunkt auch gewesen oder ein großer Punkt, der diskutiert wurde. Es wurden jetzt einige Ausnahmen für die Strafverfolgung eingeführt, also dass zum Beispiel der Einsatz von gewissen Hochrisikosystemen auch erlaubt wird, wenn die noch nicht konform sind unter bestimmten Bedingungen von der Polizei. Das war natürlich auch was, wo die Mitgliedstaaten immer relativ restriktiv waren, weil das natürlich ihre eigenen Rechte massiv einschränkt. Es ist aber so, dass zum Beispiel vorausschauende Polizeiarbeit, also Predictive Policing, komplett verboten ist. Also wenn ich jetzt Profile von Menschen erstelle
und bewerte, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Person jetzt eine Straftat begeht, das ist generell erstmal komplett verboten. Und auch im Bereich der Strafverfolgung allgemein ist das auch etwas, wo die Positionen vom Parlament und Rat relativ weit auseinandergehen. Deswegen habe ich jetzt auch nicht nochmal detailliert aufgeführt, weil es noch relativ schwer vorhersehbar ist, was dann jetzt genau drunter fällt. Also sobald man in den Bereich kommt, wo man von einzelnen Personen Profile erstellt, ist man sehr, sehr schnell in einem Hochrisikobereich. Also das ist generell KI zum Einsatz für Strafverfolgungszwecke ist, glaube ich, was da sollte man den AI Act immer im Hinterkopf behalten. Ja, weil das wird Auswirkungen haben. Und ich glaube, zu diesen Auswirkungen auf die Forschung können forschende Personen natürlich am besten was sagen. Deswegen würde ich hier auch wieder an Tim übergeben. Dankeschön. Ja, ich hoffe, Janik hat es geschafft, allen ein bisschen Angst zu machen. Und gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen Stoff für eine anschließende Diskussion zu geben, weil ich glaube, das könnte ganz schön sein. Und ich habe deswegen jetzt den Job, allen mit ein bisschen Grafiken und Charts und Papern wieder das Gefühl von Heimat zu geben. Ich muss allerdings fairerweise dazu sagen, der Blog wird, auch wenn das jetzt kein OSE-Vortrag zu meiner Dissertationsthema ist, nicht komplett ohne Werbung auskommen. Wird nur ein ganz kleiner Blog sein, aber um das schon mal fair zu sagen, dass ich sag mal, von den 4 Seiten der Geige, die ich jetzt spiele, eine vielleicht meine eigene ist. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe mit der Dimensions-Datenbank einmal gecheckt, wie so die unterschiedlichen Themen, die wir jetzt so grob adressieren, wie die eigentlich sich auch in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Und da sehen wir, dass die Transparency als der Begriff, der so aus meiner Sicht im Zentrum der Verordnung steht, von denen hier noch mit am wenigsten betrachtet wird, weil er halt auch deutlich mehr den Menschen noch mit einbezieht, während die Robustness als ein Thema, das auch oft sehr technisch behandelt wird, relativ viel zitiert wird. Aber überall sehen wir jetzt zwischen 2018, das ist hier immer der obere Balken, und 2023, das ist der untere Balken, ein großer Sprung ist. Das sind jetzt allerdings nicht nur Journal-Artikel, da habe ich keine weiteren Filter gemacht, also sind auch Grant Proposals etc. mit drin in der Datenbank. Was ich sehr spannend fand, ist, dass ich mir nochmal angeguckt habe, wie sieht das denn aus mit Kontrollierbarkeit oder Controllability, weil das ist ja im AI-Act auch mit drin und ist ja auch ziemlich wichtig, weil das greift. Und das sind die Treffer für Controllability. Also aus meiner Sicht kann man natürlich sagen, das kann man auch noch anders als Begriff benutzen etc. Ja, das ist jetzt also keine umfassende Literaturrecherche. Aber der Teil, wo es dann wirklich in die Mensch-Maschine-Interaktion geht, also wo auch was getan werden muss, wo die Handlungsfähigkeit des Menschen berücksichtigt werden muss, ist aus meiner Sicht von den ganzen Aspekten, die im EU-AI eine Rolle spielen, der noch am wenigsten durchleuchtete. Können wir gerne nochmal diskutieren gleich, aber es wäre zumindest meine aktuelle Position. Wenn wir uns sowas wie wirkt das System auf die Person, haben wir daran Vertrauen, schon deutlich mehr untersucht wird, aber die konkreten Handlungsmöglichkeiten, wie die Personen dann handeln, wird sich deutlich weniger angeschaut. Natürlich auch, weil die Studien dazu andere Teamkonstellationen erfordern und teilweise auch komplexer sind. Es gibt solche Studien aber, die ein bisschen was dazu sagen, wie eigentlich zum Beispiel Erklärungen und Informationen sich auswirken in Teams zum Beispiel, in denen ein AI-System eingesetzt wird. Das ist eine Studie von Bansal et al. Aus 2021. Ich glaube, der arbeitet inzwischen bei Microsoft und beschäftigt sich da mit Human-Centered AI, also wer Pair von Google kennt. Daran hat er ein bisschen mitgewirkt und arbeitet jetzt mit Salima Amershi und sowas zusammen. Also es sind bei den großen Playern aus den USA dann auch schon relativ früh, also auch schon vor 3-4 Jahren, diese Themen bearbeitet worden. Und in der Studie haben die sich was ganz Simples angeguckt, und zwar Reviews. Weil, ich weiß nicht, wer sich also schon mal Reviews durchgelesen hat, vermutlich die meisten von uns. Die meisten Reviews sagen ja relativ ganz klar, ob was gut oder schlecht war, aber das ist auch nicht immer der Fall. Ich habe auch schon viele Reviews gelesen, wo ich gedacht habe, soll ich das jetzt kaufen oder nicht? Und das war sozusagen auch der Task, den die Leute da hatten. Die Leute sollten einschätzen, ist das ein positives oder ist das ein negatives Review? Und dabei wurden sie unterstützt von Marvin, nicht unser Marvin, sondern diesem KI-System Marvin. Oh nein. Und das ist halt die Ähnlichkeit ist verblüffend für dich. Und das hat quasi eine Einschätzung darüber gegeben, ob das eher positiv oder eher negativ ist. Und dann zum Beispiel ein Confidence Score, in einer anderen Bedingung dann auch noch eine Erklärung. Da will ich jetzt auch gar nicht zu lange und im Detail drauf eingehen, weil wir uns auch gesagt haben, wir wollen eher mehr Raum für die Diskussion lassen. Das Paper ist unten zitiert und ich glaube, es liegt als PDF schon im Moodle. Wer sich das nochmal anschauen möchte oder das Paper braucht, kann mir sonst auch sehr gerne Bescheid sagen. Und dann haben sie sich angeguckt, wie ist eigentlich die Accuracy?
An der Stelle müssen wir uns das noch nicht zu detailliert anschauen. Wir sehen erstmal, das ist doch schön, dass mit dem KI-System am Ende die Accuracy steigt. Also ist doch super, wir benutzen es einfach. Und entscheidend sind vor allem der zweite und der dritte hier oben. Also für die Leute im Online, da weiß gar nicht, ob ich hier den Laser aktivieren kann. Also quasi dieser und der darunter, die interessieren uns jetzt gerade einmal. Das eine ist nämlich einfach nur, wie das ist, wenn die im Team arbeiten und der nur sagt, wie sicher bin ich mir. Und darunter fängt es dann an, dass auch Erklärungen gegeben werden, die dann zum Beispiel sagen, wegen dieses Wortes oder wegen dieses Wortes habe ich das so gemacht. Wann wird das jetzt, wenn man sich das hier anschaut? Also hier haben wir auf den grünen Punkten den Fall, dass die KI eine korrekte Recommendation gibt und auf dem roten die Fälle, wo sie eine falsche gibt. Und sehr spannend sind eigentlich wieder hier diese beiden Themen. Und dann sehen wir nämlich, dass bei den Sachen, wo die KI falsch liegt, wenn sie eine Erklärung gibt, die Performance abnimmt. Das heißt, wenn ich eine Erklärung bekomme, in einem Fall, wo sie falsch liegt, werde ich auch wahrscheinlich eher falsch antworten, als wenn ich keine Erklärung bekomme. Und das ist so ein bisschen, Wansal und Al beschreiben das in diesem, dass Erklärungen eher überzeugen, als dass sie wirklich kognitiv dabei helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das ist genau die Herausforderung bei Erklärungen. Das heißt, Bottomline ist, dass die Erklärungen auch durchaus zu einer geringeren Performance führen können, insbesondere dann, wenn das System falsch liegt. Und das Problem dabei ist, wenn wir jetzt sozusagen, ich habe es jetzt mal flapsig Erklärungspflicht genannt, aber wenn wir sozusagen in einer Verordnung festlegen, dass Systeme halt hinreichend transparent und erklärbar sein müssen, müssen wir schon richtig gut darauf aufpassen, was das für Erklärung und Transparenz ist, die wir schaffen. Wenn die dafür sorgt, dass die Menschen eher sagen, so, habe ich alles verstanden, yes, schießen wir uns selbst ins Bein. Das ist meine Aussage und ist halt eben auch durchaus eine Diskussion, würde ich sagen, momentan noch im Forschungsfeld. Eine andere Studie geht in eine ähnliche Richtung. Hier habe ich einfach nur mal so als Überblick mitgebracht, worum es in der geht. Die ist von der IUI, auch aus 2021. Bei der geht es um klassische KI-Studie im Bereich so Kreditvergabe und Kreditscoring, wo halt eben durch so Markierungen gezeigt wurde, durch was entsteht eigentlich am Ende die Bewertung, wie sehr fällt das negativ oder positiv ins Gewicht durch Rot und Blau markiert und es auch zusätzliche Erklärungen gab, counterfactual Erklärungen. Wenn das so und so anders gewesen wäre, dann wäre vielleicht eine andere Entscheidung rausgekommen. Also erstmal so ein erklärtes System mit relativ vielen Informationen. Hier wurde sich dann angeschaut, das sieht man in dieser Grafik, sind zwei Sachen, die interessant sind an der Grafik. Die erste ist moderated versus unmoderated, bedeutet eigentlich nur, diese orangene Kurve, also die hier, die stammt von einem, ich glaube von einem MTurk oder also eben irgendeiner Crowdworker-Studie, deswegen ist das, die blaue stammt davon, deswegen ist das unmoderated. Und die haben sich aber auch mit den Participants zusammengesetzt und haben das sozusagen in einem Experimentalraum digital, aber quasi betreut umgesetzt und das ist der moderated Teil, also nur, dass man das differenzieren kann. Was bei beiden am Ende laut Paper ein Unterschied ist, der signifikant wird und der auch interessant ist, ist der Unterschied von T4 und T5. Und bei T4 und T5, was zwischen diesen beiden Sachen passiert, wo also das gefühlte Verstehen der Leute, also wie gut die der Meinung sind, wie gut die das verstehen, dass das so abnimmt, ist ein Selbst, zu dem wir Feedback bekommen. Das heißt, die Leute, gerade auch die Leute in der unmoderateden Version, haben vorher keinen Einbruch, interagieren relativ lange auf verschiedene Art und Weise mit diesem System, benutzen das. Und erst wenn sie einen Test machen, wo sie quasi wirklich mal angeben müssen, wie gut sie glauben, das System verstanden zu haben und dann Feedback dazu bekommen, erst dann korrigieren sie ihren Eindruck davon, wie gut sie das verstanden haben. Und worauf ich dabei hinaus möchte, ist also auch hier, dass Erklärungen nicht nur dafür sorgen können, dass dann die Performance schlechter wird, sondern ja auch parallel meinen Eindruck davon, wie gut ich das System beherrsche, falsch wiedergeben können. Das heißt, wenn wir die Leute einfach nur fragen, greifen wir wahrscheinlich zu kurz. Wenn wir einfach nur auf die Performance gucken, werden wir auch sehen, dass Erklärungen vielleicht nicht zielführend sind. Das heißt, wir müssen uns relativ intensiv damit beschäftigen, welche Erklärungen sind Erklärungen sind es natürlich nicht alleine, welche Interaktionen und dann aber auch welche Erklärungen sind eigentlich unter welchen Umständen, welchen Voraussetzungen die richtige, A, um das zu erreichen, was der EU-AI-Act vorgibt und B, um das zu erreichen, was der EU-AI-Act intendiert, nämlich halt eben eine verbesserte und höhere Kontrollfähigkeit. Und zu meinen, ich verstehe ein System, das aber nicht zu tun, würde ich nicht als höhere Kontrollfähigkeit bezeichnen, sondern als vermeintlich höhere Glauben daran, dass ich es kontrollieren kann.
Zum Glück, und jetzt beginnt langsam der Werbeblock, arbeiten wir im IMIS ja schon so ein bisschen in die Richtung. Es gibt, ich habe hier mal das Englische genommen, weil ich die deutsche Übersetzung ganz furchtbar komisch finde. Das ist aber trotzdem die aktuelle Version, die die Parlamentsposition auch widerspiegelt. Gibt es im EU-AI auch ein paar Sachen, die auf Forschung verweisen, die hier schon aktiv läuft und an der wir, glaube ich, auch weiter festhalten können? Nämlich zum Beispiel, dass Nutzenden oder Betreibern in dem Rahmen, in dem sie das System bedienen, dafür sorgen müssen, dass die Input-Daten, die sie da reingeben, auch für den Intended Purpose relevant sind und wichtig sind. Und da kann ich auf der einen Seite, ich glaube, wir hatten ja vor kurzem von Christiane den Vortrag zur Kooperation, wo es ja auch schon eine Skala gab, die zum Beispiel die Frage beinhaltet, ob man das Gefühl hat, dass die Art und Weise, wie ein Agent arbeitet, beeinflusst werden kann. Ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was das widerspiegelt, worüber wir heute schon gesprochen haben, aber auch, dass der Zugang zu relevanten Informationen hat oder dass er mich auch auf wirklich wichtige Informationen hinweisen kann. Also grundsätzlich, dass wir versuchen zu erfassen, wie nehmen Menschen diese Interaktion wahr und dann in der Lage sind, das auch damit zu vergleichen, wie sie sich dann entscheiden, ist, glaube ich, schon mal ein guter und erster richtiger Schritt, um am Ende den Zertifizierungsstellen sagen zu können, was sie falsch machen. Das ist jetzt ein Beispiel und von mir kennt ihr vielleicht die SIPA-Skala, die geht natürlich auch schon ein bisschen in diese Richtung. Also wenn ich sozusagen sage, es war verständlich für mich, wie die gesammelten Informationen zum Ergebnis geführt haben, finde ich, spiegelt sich das relativ klar auch in dem EU-AI-Act wieder, aber widersprecht mir am Ende gerne. Grundsätzlich würde ich aber sagen, dass sozusagen dieses Informationsverarbeitungsbewusstsein, mit dem ich mich ja beschäftige, ein Thema ist, das auch der EU-AI-Act versucht zu adressieren oder das sich auch im EU-AI-Act widerspiegelt. Das heißt, wir müssen die Hände nicht über den Kopf werfen. Es gibt schon auch Forschungsansätze hier. Es gibt vielleicht auch noch weitere Forschungsansätze. Vielleicht können wir auch in der Diskussion gleich mal hören, wo ihr Ansätze habt, die man hier stärker mit reinbringen kann, vielleicht auch in den gescholtenen Projekten. Aber es gibt auch andere Forschung, die darüber hinausgeht, auch aus Deutschland. Da habe ich auch noch mal eins mitgebracht, weil ich das relativ wichtig finde in dieser Diskussion um Robustheit und Präzision. Das ist ein Vorschlag, der gemacht worden ist, unter anderem vom, ich glaube, Direktor der Bauer in Dresden, von der wir auch davon ausgehen können, dass sie im Zweifel mit prüfungsberechtigt, notifiziert, wie auch immer, das muss ich ja nicht beantworten, da ist. Die Grafik haben wir jetzt alle verstanden, deswegen können wir direkt weitergehen. Ich versuche dir noch mal kurz zu erklären. Also sagen wir mal, wir haben eben verschiedene Cases hier, die in Blau und Rot unterschieden werden sollen. Also ganz simples KI-System, das sozusagen hier eine Kategorisierung durchführt. Dann können wir uns ja ein KI-System grob so vorstellen, als eine Funktion, die eben zwischen diese Punkte gelegt wird, um zu entscheiden, wo welcher Punkt am Ende zugeordnet wird. Achtet gerne mal auf die hier rot umrandeten, was mit denen so passiert. Und hier sehen wir, wenn wir diese Linie so legen, ist alles tutti, alle blauen sind in der blauen Seite und alle orangen sind in der orangen Seite, also sind glücklich und können nach Hause gehen. Es sei denn, man hat zum Beispiel eine Messungenauigkeit oder einen Fehler oder einen Parameter, der nicht ganz richtig durchkommt, denn dann passiert das. Und dann kann sich das so ein bisschen leicht verschieben. Und ihr habt eben gesehen, wie nah diese beiden Punkte an dieser Grenze liegen. Und das sorgt dafür, dass das System nicht robust ist. Weil genau so eine kleine Verschiebung jetzt dafür sorgt, dass der eine Kasten in die blaue Kategorie rutscht, was im Zweifel halt super doof ist. Ist okay, können wir natürlich sagen, ja gut, wir hätten lieber ein robustes System und nehmen dafür in Kauf, dass das System Fehler macht. Das heißt, anstatt dass wir es so machen, legen wir die Kurve einfach so. Und wenn sich dann dieselbe Verschiebung wie vorher nochmal ergibt, bleibt zumindest das Ergebnis robust. Wir gehen aber halt mit dem Fehler um. Man könnte aber auch hingehen und sagen, okay, wir müssten aber eigentlich irgendwie als Ziel umsetzen, dass diese Grenze, die man hier sieht, dass die einen gewissen Abstand von den Punkten hat. Weil dieser Abstand ist ja letztlich das, was für die Robustheit des Systems sorgt. Das wird vielleicht dafür sorgen, dass es manchmal nicht ganz einfach ist, zu erklären, warum das System entscheidet, wie es entscheidet, weil es ja eben eher auf die Robustheit schaut. Aber dann könnten wir durch diese Kurve hier zum Beispiel dafür sorgen, dass trotz einer Verschiebung, das ist jetzt immer dieselbe Verschiebung gewesen, die ich hier gezeigt habe, sich die Ergebnisse nicht verändern. So, und wenn wir jetzt nochmal auf diese Grafik zurückgucken, hoffe ich, dass man ein bisschen besser diese drei Linien dort interpretieren kann. Das sind nämlich in etwa die Linien, die ich auch gerade gezeigt habe. Diese Idee, die ist unter anderem deswegen da, weil halt die Robustheit ein wichtiges Merkmal für den EU-AI-Act sein wird oder wahrscheinlich werden wird und es dementsprechend auch sein kann, dass die eine Rolle hat, damit ein System zugelassen werden kann. Dass also man in Zukunft darauf achtet, ich baue lieber ein System, das robust ist und dafür ein bisschen ungenauer. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was heißt das dann wiederum für die Mensch-Maschine-Interaktion? Wenn ich zum Beispiel sagen muss,
ja, wir haben dein System ein bisschen schlechter gemacht, damit, wenn du einen Fehler machst, das System nicht viel schlechter wird. Also wie wird diese Interaktion am Ende funktionieren und wie nehmen wir den Menschen in diese Gleichung mit rein, der ja auch ein Problem für die Robustheit des Systems sein kann. Das heißt, um es nochmal klarer zu machen, diese Bewegung, die ich jetzt hier immer darstelle, das ist ja die Bewegung, die, ne, das ist sozusagen das Erdbeben, gegen das man sich sichern will. In welchem Ausmaß wird die durch den Menschen ausgelöst und inwiefern müssen wir auch in der Lage sein, das zu klassifizieren oder einschätzen zu können, um zu sagen, welche Robustheit ein System benötigt? Gut, ich hoffe, dass jetzt einige in ihrem Kopf so schon überlegen. Keine Angst, wir werden gleich auch nochmal diskutieren, aber so, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Muss ich das überhaupt berücksichtigen? Wie kann ich das? Könnte das vielleicht auch was sein, was ich direkt in meiner Forschung behandle, weil es ganz interessant ist, sich diese Fragen zu stellen? Und bestimmt werden sich auch einige denken, ja, soll man machen? Ist ja schön, wenn sowas kommt. Also ich bin in der Forschung, mich betrifft das sowieso nicht. Und ganz ehrlich, DSGVO hält sich auch nicht so wirklich jeder dran. Wir gucken mal, was dabei rumkommt, weil im Endeffekt bleibt es wahrscheinlich ist halt EU, ne? Ja, dann hört jetzt gut zu. Weil das schon ein paar, ja, das kann schon ein bisschen Geld kosten. Aber wie gesagt, also zu Ergebnissen referiere ich gerne, zur Bestrafung lasse ich wieder Janik übernehmen. Genau, also wir haben ja jetzt relativ lang darüber gesprochen, was wir eigentlich machen müssen. Und der EU-Act trifft natürlich auch Regeln, was passiert, wenn man das nicht macht. Denn er hat auch Sanktionsvorschriften. Es gibt natürlich jetzt keine Erfahrung in der Sanktionspraxis mit dem AI-Act. Es gibt da natürlich andere schöne sektorübergreifende europäische Vorschriften, nämlich die DSGVO, die auch Bußgeldvorschriften enthält. Und da habe ich meine Zahlen mitgebracht, nämlich 1,2 Milliarden Euro. Das ist ein Bußgeld, was letztes Jahr gegen Meta verhängt wurde. Wer jetzt wissen möchte, was das war, das war eine rechtswidrige Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA. Das ist auch relativ groß durch die Medien gegangen, so wie ich das mitbekommen habe, weil es halt das höchste Bußgeld ist, was je unter der DSGVO verhängt wurde. Deswegen haben wir das natürlich auch für den dramatischen Effekt jetzt mitgebracht. Das ist aber natürlich kein Einzelfall, sondern das ist bei weitem nicht die erste Geldbuße, die in dieser Größenordnung verhangen wurde. Nicht die erste von mir. Genau, deswegen, ich habe einfach mal die fünf höchsten Geldbußen bis jetzt mitgebracht. Und da fallen zwei Sachen auf. Das erste ist, dass Meta in den Top 5 gleich dreimal vertreten ist. Und das zweite, wenn man mal auf die Jahreszahlen schaut, die DSGVO gibt es seit 2018. Und drei der fünf höchsten Geldbußen wurden alle im letzten Jahr verhangen. Also die Praxis in der Bußgeld- oder die Sanktionspraxis der Behörden ändert sich langsam. Das war lange ein großer Kritikpunkt, gerade die irische Behörde stand da ganz schön in der Kritik, weil natürlich viele Tech-Unternehmen in Irland ansässig sind. Aber da sehen wir langsam ein Schiff, dass die auch tatsächlich diesen Bußgeldrahmen mal anfangen auszuschöpfen. Und Bußgeldrahmen ist ein guter Stichpunkt, denn auch der AI-Act hat einen Bußgeldrahmen und ich habe jetzt einfach mal den mit der DSGVO gegenübergestellt und hier sieht man direkt, der ist fast doppelt so hoch. Also wenn wir jetzt so die Zahlen von der DSGVO noch im Kopf behalten, dann können wir uns auch ausrechnen, wie hoch das wird. Und tatsächlich, wenn wir jetzt drauf schauen, 35 Millionen Euro oder 7% des weltweiten Jahresumsatzes, es gilt immer, dass das höher ist. Also da kann man sich leider nicht retten. Und wer jetzt vielleicht auf die Idee kommt, okay, dann gründen wir irgendwie so eine kleine Unter-GmbH und dann ist das Unternehmen, das funktioniert leider auch nicht. Also zumindest bei der DSGVO hat der Europäische Gerichtshof da eigentlich immer einen funktionalen Unternehmensbegriff verfolgt, der halt auch rechtsformunabhängig ist. Das heißt, sobald ein Mutterunternehmen irgendwie Kontrolle ausübt, dann haftet auch immer dieses Mutterunternehmen. Und so kommen halt auch diese auch recht erheblichen Geldbußen jetzt zum Beispiel für Meta zustande. Wir haben das auch mal durchgerechnet und haben uns einfach mal Microsoft als Tech-Unternehmen, was auch jetzt im letzten Jahr relativ viel im KI-Bereich unterwegs war. Und da haben wir jetzt, zumindest nach den Zahlen, die ich gefunden habe, einen weltweiten Jahresumsatz für letztes Jahr von knapp 212 Milliarden US-Dollar. Und dann haben wir mal eben einen Bußgeldrahmen von fast 15 Milliarden US-Dollar. Das ist einiges. Das dürfte, denke ich, auch Microsoft abschrecken. Und man sieht halt auch, dass gerade im Vergleich zu den 1,2 Milliarden Euro, die bislang verhängt wurden,
da ist noch ein bisschen Spielraum nach oben. Und da ist man, glaube ich, auch schnell in dem Bereich von so einem Bruttoinlandsprodukt von so einem kleinen Land. Jetzt ergibt sich natürlich die Situation, dass wir gerade gehört haben, okay, es gibt ganz viele Pflichten, keiner weiß, wie man die eigentlich erfüllen soll, aber wenn man sie nicht erfüllt, dann wird es ganz schön teuer. Das ist natürlich auch dem Gesetzgeber bekannt und deswegen gibt es auch Maßnahmen zur Innovationsförderung. Das sind sogenannte Reallabore oder so heißt es zumindest in dem Gesetz. Also das kann man sich ja vorstellen wie so Sandboxes, bei denen letztlich die Möglichkeit besteht, unter möglichst realen Bedingungen auch schon vor Konformität einfach Systeme zu testen. Das macht doch total Sinn, weil zum Beispiel Pflichten wie eine Folgenabschätzung ohne eine Testung relativ schwierig umzusetzen sind. Zumindest stelle ich mir das relativ schwierig vor. Und hier gibt es auch gerade für kleine und mittlere Unternehmen und Startups auch nochmal zusätzliche Erleichterungen. Also die sollen privilegierten Zugang erhalten und auch geringere Kosten oder sogar gar keine Kosten bei der Nutzung dieser Reallabore haben. Und dann letztlich einen etwas geringeren Umfang an Sicherheitspflichten hat, den man erfüllen muss, um dann aber schon einfach testen zu können, ausprobieren, wie verhält sich jetzt mein System und dann eben auch die Pflichten irgendwie erfüllen zu können, bevor man dann tatsächlich das Produkt auf den Markt bringt. Und Labor ist auch wieder ein ganz guter Stichpunkt, was mich dann wieder zu den Forschenden bringt. Das seid nämlich ihr. Übergebe wieder an Tim. Dankeschön. Und jetzt ist für uns so ein bisschen die Frage gewesen, wir hoffen, dass wir euch einen Einblick darin geben konnten, worum es in dem EU-AI geht, mit welchen wissenschaftlichen Themen das zusammenhängen kann, wie das eventuell mit euren Themen zusammenhängen wird, und haben uns überlegt, dass wir dazu dann auch nochmal zusammenarbeiten. Also dass wir das gar nicht groß aufschieben, sondern uns jetzt schon mal Ideen machen, denn es kann natürlich auch, oder es könnte auch sein, dass in diesem ganzen Prozess, in dem sich das Ganze jetzt setzt und richtet, es auch nicht ganz irrelevant ist, wie man sich da positioniert und auch welche Forschung man veröffentlicht oder was man dazu sagt. Aber in der Hoffnung, dass wir auch genug Punkte gesagt haben, die mit denen vielleicht auch manche nicht einverstanden sind oder das anders sehen, würde ich sagen, zuerst gehen wir mal in die Diskussion. Und wir bedanken uns an der Stelle schon mal herzlich für eure Aufmerksamkeit.